erstmal noch einmal applaudieren für alle, die wir heute schon gehört haben. Und zwar mit Nuno Contramiento, Ralf Kulicki, Adi Buchmann, Professor Podonek und Frank Born. Daniel Kuki, Tio Carotina, Lea Lüftek, Lena Vazan, Leitmann und zuletzt gehört Sibylle Mechthauer. An dieser Stelle, genau, auch ein schönes Hallo an all diejenigen, die neu dazugekommen sind, an all diejenigen, die uns im Radio verfolgen, an all diejenigen, die uns bei Münster Tube demnächst im Netz sehen werden. Und ja, schön, dass ihr alle da seid. Und Liebeslieder braucht man nicht zu übersetzen, oder? Nein. Nein, nein. Oh. Bitte kein Reden wieder. Volver a los 17, volver de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. Danke, danke. Und ein Lied jetzt, der Victor Jara inspiriert ist. Victor Jara war der einer der wichtigsten Liedermacher Lateinamerikas und war einer der ersten Opfer der Diktatur 73. Ein paar Tage nach dem Putsch wurde er ganz, ganz schrecklich ermordet. Viele Jahre später hat man ihn exhumiert und er hatte 44 Schüsse im Körper. Und dieses Lied inspiriert sich in ihm, El derecho de vivir en paz, das Recht in Frieden zu leben. Und 2019, als er das geschrieben hat, war das ein Friedenslied und war Protest gegen den Vietnamkrieg.
Und dann 2019, das wollte ich jetzt erzählen, ist es umgetextet worden. Weil 2019 hat es diesen großen sozialen Aufstand gegeben im Oktober 2019. Ab da, im Grunde bis Corona, es wurde durch Corona gestoppt oder ja, von den Straßen entfernt. Und da wurde dieses Lied eigentlich gegen den Vietnamkrieg, umgetextet, ganz stark auf den Straßen gesungen ab 2019, ab dem Oktober oder November. Und ist umgetextet worden, eben auf, da geht es jetzt um eben soziale Errungenschaften und die anderen Probleme, die in Chile sehr stark sind, also die Verstaatlichung, den Neoliberalismus, also die Privatisierung, was dagegen zu tun und Verbesserung des Bildungssystems etc. Und dieser Aufstand wurde ganz, ganz heftig. Boah, eine Riesenrepression gab es damals von Seite Piñeras, der damalige Präsident. Und ja, viele Dinge sind danach passiert und jetzt sieht es schwierig, sehr schwierig. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en respeto y libertad, un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad, la lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que haga triunfar el derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que haga triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Gracias, gracias. Danke. Jetzt aus Kolumbien von Marta Gómez, Para la Guerra Nada. Für den Krieg nichts. Da kann man auch mitsingen. Ne? Ja. Zuerst nennt sie die vielen schönen Dinge, die Erwachsene, Kinder lieben. Spiele, Kaffee, Liebe machen, Spielzeuge für den Krieg, aber nichts. Para la guerra, nada.
Para el viento un cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Manima vida para el sol caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada. ¡Ale! Para la guerra nada, für den Krieg nichts. Para la guerra nada, para la guerra nada. Guerra, nada. Dankeschön. Jetzt fahren wir nach Argentinien. In Argentinien sieht nicht gut aus. Es gibt einen neuen Kandidat, ein Ultra-Ultra-Rechter, der vielleicht schlimmer als Trump ist. Milei heißt er. In Oktober sind die Wahlen und hoffentlich wird nicht Milei Präsident, weil dann... Es waren gerade Vorwahlen und er hat dummerweise die meisten Stimmen gekriegt. Und wenn man sich den mal anguckt, da findet man Sachen im Internet, in YouTube zum Beispiel, wo er so rabiat alle Ministerien, die irgendwas mit Kultur, mit Familie, mit Erziehung, mit Gleichstellung, ach, weg damit, braucht man und das. Menschenrechte sowieso. Und ist fürchterlich. Also ein... Neoliberalist, schlimmsten Typs und Klimaleugner, Trump-Fan. Und ich glaube allerdings auch, dass das ein internationales Problem ist. Dass wir sind hier vielleicht gerade mal 2 Jahre dahinter oder so. Das kommt auf uns genauso zu und wir sind eigentlich hier auch schon im größten Dreck. Und 20% Umfrageergebnisse im Moment für die Blaubraunen und naja, wisst ihr alle. Also, Luftminenfestival steht deutlich. Man muss das alles zusammen sehen. Ne? Also der hat jetzt die ersten Glückwünsche für die gewonnene Zwischenwahl hat er bekommen von einem Herrn Kast aus Chile, Ultrarechter aus Chile. Und Herr Kast ist bestens befreundet von einem Herrn von Storch, Ehemann von Frau von Storch. Die mischen sich da nämlich auch im lateinamerikanischen rechtsradikalen System. Das ist wie ein Netzwerk, was aufgebaut wird. Und das heißt, die AfD ist da auch schwer mit verknüpft. Ja,
So, aber jetzt machen wir wieder Musik und machen ein Lied, warum es so gut ist, Lieder zu machen und diese Lieder auch mit anderen zu teilen und dass man eigentlich alles solche Dinge teilen sollte und nicht für sich behalten sollte, sondern mit Freunden teilen sollte und das tun wir hier. Ja! Wenn ich ein Schreiner wäre, wenn ich ein Schuster wäre, wenn ich ein Gemüsehändler wäre, wenn ich ein Koch wäre, würde nichts für mich behalten. Ich würde dir alles geben. Nicht mal eine Tomate würde ich für mich behalten. Nicht mal ein Ravioli, das werdet ihr hören. Ravioli. Alles ist für dich, weil meine Lieder mache ich nicht für mich, sondern für dich. See you fuera. Si yo fuera carpintero, si yo fuera carpintero, no tendría ni un ropero, ni un banquito, ni un sillón para mí. Si yo fuera zapatero, si yo fuera zapatero, no tendría ni un borcego, ni chancletas, ni un cordón para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera carpintero no me quedaría ni aserrín. Soy un cancionero, me quedaré una canción si me la quiero. Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir. Y así, día tras día. Si yo fuera verdulero, venía el que me use en la vereda. Si yo fuera verdulero, si yo fuera verdulero, no tendría ni romero, ni un tomate, ni un morrón para mí. Venía el cofre. Si yo fuera cocinero, si yo fuera cocinero, no tendría ni un puchero, ni una sopa, ni un raviol para mí. Porque siendo cancionero, con lo que hago no me quedo, nunca guardo una canción para mí. Las que tengo todas son para ti. Soy un cancionero, soy un cancionero, soy un cancionero. Si yo fuera verdulero te regalaría el perejil. Soy un cancionero, te quedaría una canción si me la quiero. Del sol yo aprendí, se va y vuelve a salir, y así, día tras día. ¡Ya! ¿Schaffen wir noch ein Lied? Ja, okay. Nein, 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 es kommen ganz viele danach. Das ist so schön. No? Du kommst gerade aus Bielefeld, ne? No? Erfurt. Ja? Erfurt. Genau. Ach, aus Erfurt kommst du. Schön.
Okay. Jedenfalls gibt es ja nicht, aber Herford schon. So, wir also unser letztes Stück, ja? Siempre vivos? Ja. Ja, dale. Anuncia das. Nö. Du. Ah, okay. Wir beenden nochmal mit der Liebe. Und wir laden euch herzlich ein, falls jemand morgen in die Frauenstraße 24 kommen will, da spielen wir auch mit Karl und ab diese Ausstellung ab 15 Uhr und am 22. im Bennohaus. Bitte, bitte, bitte dabei sein. Das wird ein toller, toller Abend. Mit Musik, mit Texte und mit Bilder. Mit Videoeinspielungen. Also wir haben, genau, zu 40 Jahren Putsch in Chile haben wir ein Programm gemacht, zu 30 Jahren auch schon. Jetzt machen wir es auch nochmal zu 50 Jahren. Wahrscheinlich ist das letzte. Mal schauen. So. Siempre que vos me lo pidas, von Alberto Calleris. Y volveré con la lluvia, con un pedazo de cielo, y llegaré sin aliento, siempre que vos me lo pidas. Le daré un hijo a la noche, de espumas blancas y ríos. Esconderé mis vergüenzas, siempre que vos me lo pidas. Un piano blanco en el viento, un cigarrillo apagado, una lágrima metiéndose en mi poesía. La muerte es una coqueta acariciando la vida, bailando tango desnudas en la mitad de las vías, en la mitad de las vías. Wer ist ganz frisch verliebt? Du siehst so aus. Wer noch? Ja, muss nicht heute gewesen sein. Das kann sich in die Länge ziehen. Ich? Ah, ja. 30 Jahre. Wir haben gewonnen. Das ist schön. Für alle Verliebte, Verliebtinnen und die sie sich verlieben werden. Das kommt. Y volveré a buscarte, porque yo sé dónde vives, en un patio de cerezas, justito al lado del mío. Y llenaré de perfumes los viejos campos dormidos, y será siempre de noche, pa' que te quedes conmigo. Un piano blanco en el viento, un cigarrillo apagado, una lágrima metiéndose en mi poesía. La muerte es una coqueta acariciando la vida, bailando un tango desnudas en la mitad de las vías, en la mitad de las vías. Isabel Lipschei und Markus Thiergau, Martin Thiergau. Riesenapplaus für Duo Contraviento, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit 1986 machen sie zusammen Musik. 37 Jahre, und wir wissen ja seit gerade, dass man auch 30 Jahre frisch verliebt sein kann. Hier sehen Sie, dass das auch 37 Jahre geht. Riesenapplaus. Vielen Dank. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Ist,
Ja, genau der richtige Kommentar dazu. Okay, der ein oder andere hat es ja schon erfahren, am 22.09. im Benno-Haus, wenn ihr die beiden nochmal sehen und hören wollt. Habt ihr heute auch noch CDs dabei oder sonstige Dinge? Ja. Ich kann da schon eine sehen da unten. Ja, genau, ihr dürft eine CD mitnehmen, ihr dürft einen Flyer mitnehmen, ihr dürft nur die beiden nicht mitnehmen. Also die bleiben hier, beziehungsweise könnt ihr erst am 22.09. wieder im Benno-Haus genießen. Oder für da dann abgeben wieder. Ja, spätestens da.